Auf ausdrücklichen Wunsch hin werde ich nun Schäden mit Lasern verursachen. Dazu gibt es hier folgenden Aufbau. Hier ist ein kleines Lasernetzteil, das den Laserkopf versorgt. Das ist ein Klasse 4 Industrielaser Neodym-Yag, Dioden gepumpt mit 532 Nanometer bei 750 Milliwatt Ausgang. Der braucht ein externes Signal von 5 Volt, um zu schalten. Das heißt, ich muss das nachher dann zusätzlich einstecken. Und als Strahlfalle, dass ich hier meine Wohnung nicht anzünde, dient eine leckere Avocado. Und damit ich auch morgen noch gucken kann, benutze ich hier eine Schutzbrille. Sehr wichtig. Hat natürlich den Nachteil, dass ich dadurch den Strahl selbst nicht sehe. Das ist das Prinzip einer Schutzbrille. Aber das soll mich erstmal nicht stören. Schäden werden durch die leckere Avocado zuverlässig verhindert. So, dann werden wir mal das Gerät hier einschalten. Was jetzt passiert ist, dass die Temperaturstabilisierung anläuft. Also die Laserkristalle, Dioden und so weiter werden auf Betriebstemperatur gebracht. Und wenn ich dann da hinten das kleine Steckernetz einstecke, geht's los. Dauert noch ein bisschen. Und lassen wir mal abwarten. Und fragt bitte nicht, für was ich sowas brauche. Was wir zertrennen werden, ist das hier. Das ist eine kleine rote Folie. Absorbiert natürlich grünes Licht sehr gut. Die sollten wir eigentlich on the fly durchtrennen können. So, Laser ist warm. Ich hoffe nur, dass ich mir die Kamera nicht zerstöre. Weil der Punkt ist schon ziemlich hell. Stecken wir den Kerl hier mal ein. Okay. Also, die Avocado wird schon gut bestrahlt. Die Schlieren, die sich jetzt hier auf dem Boden bewegen, das rührt daher, dass die Avocado selbstverständlich an dem Punkt, wo der Laser trifft, anfängt zu verbrennen. Und dadurch reflektiert das Licht anders. Oh, wow. Ich habe mich jetzt gerade geoutet, dass ich die blöde Schutzbrille nicht trage. Also bitte immer Schutzbrille tragen. Ich halte jetzt mal das hier rein und gucke, ob ich da einen Schnitt setzen kann. Einwandfrei. Und das stinkt vielleicht. Lecker.